Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den unglaublichen, tierischen, geheimen, eindrucksvollen, experimentierfreudigen, tintendurchtränkten, vollgepackten, verzweigten, mehrfach fortgesetzten, unverbrauchten, versteckten, wirschen, karnevalistischen, miasmatischen, rachsüchtigen, verdammten, albtraumhaften, sprunghaften, absurden, frostigen, nachgepatchten, grotesken, glasigen, zahnrädrigen und manchmal auch ein wenig seltsamen Abenteuern von Rasputin van Helsing 3. Apropos Marty McFly, was ich letzte Folge ansprach. Mal gucken, ob der hier jetzt gleich auftaucht. Oder wir mit dem Hoverboard weiter können oder so. Aber Marty McFly reist ja in die Zukunft, ins Jahr 2015, welches wir just haben. Und zwar landet er, glaube ich, am 21.10.2015. Und an diesem Tage begibt es sich aber, dass einige Kinos eine lange Zurück-in-die-Zukunft-Nacht machen und alle drei Teile zeigen. Was ich eine sehr, sehr coole Idee finde. Also wenn ihr da total Bock drauf habt, guckt mal, ob das ein Kino bei euch in der Nähe vielleicht auch macht. Sehr cool. Don't just stand there. Blasted scientists. Von Storm said that everything would take care itself. Obviously it didn't. The improbability flux, whatever it is, has different settings for keeping monsters at bay. It's all gibberish. Are you silly? Just pick one. Okay, nehme ich jetzt die dissonanzielle Molekularretrofusion? Gott, nehme ich das Raumkortex-Fiasko? Raumkortex-Fiasko klingt ziemlich super. Oder nehme ich Wirbelpseudosplitter? Das erste konnte ich überhaupt nicht aussprechen. Ich finde, das klingt sehr fantastisch. Wobei, Raumkortex-Fiasko klingt auch ziemlich super. Ich glaube, ich bin für Raumkortex-Fiasko. I'll try spatial cortex fizzling. Outstanding! The improbability flux generator is operational. Thank you. And carry on. Na, das lief doch mal optimal. So, jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir da irgendwie runterkommen. Ich habe nur noch gar keine Ahnung wie, aber wir können hier natürlich auch noch rechts rumlaufen. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Gott, gibt es irgendeine Methode, da schneller hinzukommen? Your Chimera? Urgent, it was our defense against the monsters of the ink, but it was disabled when the Tsar conquered the keep. Retrieve the master engineer. Outstanding. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht alles erledigt? Warum steht das da noch? Gott, wo laufe ich eigentlich hin? Achso, da hinten ist das Tintenportal. Das hätte ich auch kürzer haben können. Vor allem hätte ich auch einfach durch die Mitte gehen können. Manchmal bin ich schon so ein kleiner Stumpen. Aber nun gut. Das Luftschiff ist sehr cool. Ich mag das Design. Okay, jetzt müssen wir hier... Na gut, dann latschen wir hier mal ganz runter. Und dann hier so rechts rüber, ne? Ja, das sieht aus, als könnte das was werden. Maybe, possibly, perhaps. Ich finde super, dass er mich an sich ranzieht und mich dann einfach nicht angreift. Kommt mir sehr gelegen. Na, Mist. Das finde ich ganz clever, aber egal. Ah! Hingegen mitten in die Monsterhorde reinziehen ist nicht ganz so geil. So, kann ich hier nichts kaputt machen? Nein, doch. Eigentlich dachte ich jetzt mehr an die Schalter da vorne, aber so geht's natürlich auch. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Ja, Hilfe. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich bin entzückt. Ich habe aus Versehen aus dem Spiel rausgeklickt. Und sonst hatte es ja immer die Angewohnheit. Van Helsing, we need to discuss an important matter. Return to the lair as soon as you can. Das letzte Mal immer abgestürzt ist, wenn ich aus dem Spiel rausgeklickt habe, dachte ich, dass das jetzt auch tut, aber nein, tut es einfach mal nicht.
Uah! Und dieser Aufzug hier. Okay, das war strange. Okay, ist das hier jetzt nur so ein fröhliches Secret? Und hier gibt es eine Kupferschatztruhe. Sonst nicht weiter. Die ich nicht aufmachen kann. Okay, ich kann sie nicht aufmachen. Das ist sehr bedauerlich. Dann kann ich hier noch einen Schalter umlegen. Nee. Sehr mysteriös. Dann fahren wir erstmal wieder nach oben. Unten ist, glaube ich, auch ganz gut Stimmung. Gott, was hier abgeht. Hier sind überall so Wäscheaufzüge. Auf der anderen Seite war das nicht, oder? Gott, das macht diese Ebene gerade total riesig, stelle ich fest. Okay, vielleicht sollten wir doch erstmal oben weitermachen, bevor wir uns hier unten total in Kleinkram verlieren. Beziehungsweise irgendwo hin eiern, wo wir nachher eh hin müssen. Ja, ich halte das für eine gute Idee. So, erstmal wieder hoch. Was will denn mein Inventar eigentlich von mir? Nein, Schrott, 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 Schrott. Alles Schrott. Excellent. Now get to the eastern section of the keep and power up the Dreamweaver with the control panel. Okay, war ja klar, dass wir als nächstes dahin müssen. Aber vorher versuchen wir nochmal diese Sidequest da mitzunehmen. Wäre ja gelacht. Das hier irgendwas? Nein. So, finally kommen wir nochmal hier runter. Wer bist du? Oh Gott, der Uhrenmeister. Man da nur zwei Buchstaben vertauscht. My dear fellow, you scared me. Now I've lost count of... I don't remember what I was counting exactly. What are you doing here? I'm the senior clockmeister. Some gears require adjusting. Otherwise, one of the other clock towers will go out of alignment. Because of the relic, see? It could lead to another catastrophic anomaly. So you actually know how this thing works. Unlike me. Indeed. I tried to count the exact number of cogs on this wheel, but I'm too exhausted. If you help me out, I'll show you a neat trick. Interested? All right. I'll count the cogs on the wheel for you. Okay, es gibt welche, die haben Markierung. Da müssen wir gleich mal gucken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32. Hey, who are you? Why are you here? That is the correct number, obviously. Why are you still here? I want my reward now, please. Tell me the trick. The what? Oh, yes, of course. Set gear ratio to 1 to 324 at control station 542, so the reality-changing energies will dissipate faster when you destroy the relic, which will result in a lot less death and destruction in Borgovia. I'll try not to forget these numbers and ratios. Thank you. Okay, die Nummer habe ich mir zumindest mal aufgeschrieben, also das 1 zu 324. Den Rest leider nicht mehr. Kann ich im Zweifelsfall vielleicht irgendwo nachlesen, keine Ahnung. Was Nettes im Inventar. Boah, wenn das nicht minus 117 Hitpoints machen würde. Wäre das... Wobei, es macht auch nur einen Schaden mehr. Nee, das lohnt sich total nicht. Nett, aber minus 34 Schutz. Nein, nein. Lass mal nicht machen.
So, eigentlich müsste ich jetzt bei Gelegenheit auch mal wieder zurück in die City, aber dann muss ich wieder so weit laufen. Von daher wühlen wir uns erstmal hier weiter durch. Alter, was geht denn hier auf einmal ab? Wespenornithopter, ganz viele. Oder auch ganz wenige. Total super, dass meine Viecher auch einfach mal in diese Giftplörre da reinlaufen. Richtig sinnvoll. Gott, was geht da unten ab? Nix. Einfach nur Deko. Oder auch hier kommt später noch was. Nee, aber auch nichts, was ich anklicken könnte. Okay. Dann erstmal wieder hoch. Mechanus-Viecher halten ganz schön was aus. Im Gegensatz zu den Ornithoptern. Wir jetzt einmal im wahrsten Sinne des Wortes im großen Kreis gelaufen, ohne dass hier irgendwas Spektakuläres passiert wäre. Eigenartig. Wow, hallo. I need healing. Das ist mal Stimmung. Gott, noch so ein Vieh. Und noch so ein Vieh. Ist aber mal gut hier. Und nochmal Ornithopter, weil es so schön ist. So, geht hier noch irgendwas? Nee, ne? Ne, nicht wirklich. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Steuereinheit einschalten möchte. Schon gar nicht, bevor ich da in die Mitte geguckt habe. Wobei, werde ich wahrscheinlich hinterher auch noch machen können. Wir machen das erstmal an. Outstanding. Now, go to the northern end of the keep and destroy the relic with the disintegrator. Okay, dann darüber. Ja, wir gehen trotzdem erstmal in die Mitte, weil wir es können. Wo sind eigentlich meine ganzen Viecher? Die kommen doch hier sonst immer brav mit. Nur diesmal irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich jetzt schon auf den Endkampf gespannt. Also ich habe keine Ahnung, wann der kommt, aber wenn ich gerade mal so an die Endkämpfe in Van Helsing 1 und 2 denke, waren die ja schon sehr, nun ich möchte sagen, massiv. Mit riesigen Mengen an Gegnern. Und fetten Gegnern dazwischen. Prisoner's Heaven, aka The Faceless One.
aka wegen dir darf Katie kein Pony haben, ist, ich weiß nicht, der könnte schon nochmal so einen Lachs aus der Hose wedeln. This relic seems indestructible. That's the whole point of it, right? Let me figure out how to use that disintegrator. Just point and shoot. Ich glaube, wir haben gerade den Warpkern zerstört. Das so gut war. The Clockwork Keep is under our control again. The rewriting process of Borgovia has been terminated. What a victory for the history books, despite all the improbabilities. I still have to track down the mastermind who wanted to turn back time at home. The good thing is you still have a chance against the Faceless Tsar. He's just lost Koshi's death, right? But only an ancient gatekeeper can grant you a passage to the deep realms where he is hiding. I will open a gate to his domain for you, right away. Not a frozen world again, please. Oh, Kapitel abgeschlossen. Ah, 4 verborgene Inhalte fehlen uns. Das ist sehr bedauerlich. Abgeschlossene Aufgaben, eine von einem. Wie, eine von eine? Wait, what? Ach so, und damit kommen wir jetzt weiter, okay. Ja, dann gehen wir doch da mal durch.